Moin moin zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute für euch den P3S Guide. Ist auf jeden Fall ein bisschen anspruchsvoller als die ersten beiden Kämpfe. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr das auch relativ einfach schaffen könnt, dann bleibt dran. Los geht's nach dem Intro. Ja, ihr Lieben, vorab ein, zwei kleine Infos. Und zwar, wir spielen mit der Elmo-Strat. Es gibt mittlerweile einige verschiedene Strategien, wie man bestimmte Mechaniken spielen kann. Die, die wir hier in dem Guide besprechen, ist die Elmo-Strategie. Zusätzlich werden wir nachher, vor allem in der zweiten Phase, viele Positionsänderungen vornehmen, wo die verschiedenen Gruppen auch tauschen, beziehungsweise die einzelnen Rollen miteinander tauschen. Das hat damit was zu tun, dass wir die maximale Zeit am Boss gerade für die Melees haben wollen und das somit ein bisschen koordinierter hinbekommen. Dazu aber dann später mehr. Der Tank wird den Boss jetzt bei 1 halten. Das ist auch gleich für die einer der ersten Mechaniken wichtig. Also zieht den nicht in der Mitte, haltet den bei 1. Der Rest der Gruppe wird sich direkt in die Mitte hier stellen. Aschenlohe ist ein ganz normaler Raidweiter AOE. Und hier folgt auch schon der Tankbuster. Der Tankbuster, der besteht aus zwei Tethern, die random mit einem Spieler, der nicht Tank ist, verbunden wird. Deshalb sammelt sich die Gruppe zum Beispiel auch hier in der Mitte, damit die Tanks einfacher haben, an die Tether ranzukommen und nicht erstmal reihum laufen müssen. Zusätzlich ist es sehr, sehr wichtig, dass die Gruppe auch außerhalb der Hitbox steht. Auch da derselbe Grund, die Tanks haben es deutlich einfacher, sich die Tether zu nehmen, wenn ihr nicht direkt mitten in der Hitbox vom Boss steht. Einer geht nach links oben, einer nach rechts oben weg, weil es gibt dann nochmal einen AOE. Nutzt auf jeden Fall eure Cooldowns. Experimentelle Feuerfeeder ist wie im Normal. Wir haben entweder den großen Feuerball oder die sechs kleinen. Und das ist auch der Grund, warum wir den Boss da halten, wo er aktuell ist. Wenn wir nämlich den großen Feuerball bekommen, was wir jetzt in unserem Beispiel gleich bekommen werden, können wir nach oben in den Norden rauslaufen und auf Max Melee Range weiter den Boss angreifen. Bei den sechs kleinen Kugeln ähnliches Prinzip, da müssen wir halt nur gucken, wo im Norden dann unsere Safe Zone ist. Jetzt haben wir nochmal linke Aschenschwinge oder rechte Aschenschwinge. In dem Fall kann er theoretisch beides machen. Da müssen wir uns dann schnell, nachdem der AOE vorbei ist, auf die richtige Safe Zone Seite positionieren. Jetzt wird der Tank den Boss wieder runter in die Mitte ziehen. Ganz wichtig, dass er auch insoweit den Boss runterzieht, dass hier unten Melees, die auf diesem Viereck stehen, angreifen können. Also ne, guckt, dass ihr den richtig schön mittig zieht, beziehungsweise zur Not sonst ein kleines Stückchen tiefer. Als nächstes bekommen wir nämlich die dunklen Flammen. Schwarze Lohe. Damit positionieren wir die dunklen Flammen. Und diese dunklen Flammen, entweder orientiert sich, wo diese Flammen auftauchen, nach den Tanks und Heilern oder nach den DDs. Deshalb stacken wir auf Position immer ein Tank mit einem DD zusammen, beziehungsweise ein Heiler mit einem DD zusammen. Das könnt ihr in meinem Makro selber nachher nochmal nachgucken, wie wir das Ganze gemacht haben. Da, wie gesagt, nur ganz wichtig, dass ihr dann die Gruppe dementsprechend aufteilt. Um diese Flammen nun kaputt zu bekommen, müssen wir die Nummernmechanik spielen. Wir bekommen jeder eine 1 bis 8 über unserem Kopf. Jede Zahl kann nur ein einziges Mal vorkommen. Wir teilen uns auf den jeweiligen Nummern auf. Das heißt, die 1 und die 5 stehen bei der 1. Die 2 und die 6 stehen auf der 2, 3 und 7, 3, 4 und 8 auf der 4. Ihr werdet schon gemerkt haben, ne, wir gehen von 5 bis 8 einfach nur die Zahlen nochmal reihum. Um diese
Flammen angreifen zu können, müssen sie insgesamt von 4 AOEs gehittet worden sein. Deshalb stellen wir uns auf die jeweiligen Nummern. Ich habe jetzt die 6, das heißt, ich gehe jetzt zur 2 rüber. Das heißt, derjenige mit der Zahl 2 und ich als derjenige mit der 6 steht nun hier. Wir bekommen gleich jeweils unsere AOE ab und hitten demnach zweimal die untere Flamme hier. Zusätzlich auch die da oben. Derjenige, der die 3 hat und der die 7 hat und die hier stehen, hitten auch diese Flamme jeweils zweimal. Ne? Zusätzlich zu der hier. Heißt, diese Flamme hat 4 Hits abbekommen. Und sobald derjenige, der die 7 hat und hier steht, sein AOE bekommen hat, kann ich diese Flamme angreifen. Und genauso wird es auch gemacht. Wir greifen die Flammen im Uhrzeigersinn an. Ne? Das heißt, stehe ich auf der 2, greife ich diese Flamme an. Stehe ich auf der 3, greife ich diese Flamme an, etc. Ein kleiner Hinweis dazu noch. Habt ihr zum Beispiel durch Zufall 2 Heiler auf demselben Spot stehen? Ne? Also H1 hat die 4, H2 hat die 8. Müsst ihr denen bei der Flamme hier oben helfen? Es kann nämlich sein, wenn ihr jetzt einen Gelehrten und einen Astrologen dabei habt, dann kann es sein, dass die da gerade keinen Burst haben und dementsprechend ein bisschen länger brauchen, um ihre Flamme kaputt zu kriegen. Die haben zwar nicht viel Leben, aber der Timer, in dem ihr die Flamme kaputt machen müsst, ist sehr, sehr gering. Das heißt, helft euch da gegenseitig. Jetzt greife ich die Flamme an. Flamme ist tot. Und wir sammeln uns alle wieder in der Mitte. Und der Tank zieht den Boss wieder Richtung 1. Als nächstes wieder der Tankbuster. Da wie immer dran denken, aus der Hitbox rausgehen. Raid weiter AOE. Und jetzt kriegen wir den Kreuzbrand. Der Kreuzbrand ist ähnlich wie im Normal-Modus. Wir haben in den jeweiligen Ecken, also in den Himmelsrichtungen Norden, Süden, Osten, Westen, ein flammendes Viereck, was sich, sobald der Cast nachher durch ist, zu einem Kreuz bilden wird. Zusätzlich wird die Breite hier links und rechts jeweils nochmal vergrößert. Das heißt, wir dürfen auch gleich nicht zu nah an den jeweiligen AOEs dran stehen. Das ist aber noch nicht alles. Der Boss wird zusätzlich eine experimentelle Feuerfeder machen. Das heißt entweder ein großer Flammenball oder 6 kleine Flammenbälle. Hier ist für uns der Safe Spot immer im Norden. Wenn wir den großen Flammenball bekommen, gehen wir in den Nordwesten. Der ist fix. Stellen uns weit genug vom Rand weg. Mit der Gruppe gesteckt, warum dazu kommen wir gleich, sollten die 6 kleinen Kugeln kommen. Dann schauen wir, wo im Norden die erste AOE runtergeht. Entweder wird die erste AOE hier oben links im Nordwesten runterkommen oder hier oben rechts neben dem A. Das sind die beiden Spots, wo die erste AOE runterkommen kann bei den 6 kleinen Kugeln. Bedeutet, dass wir auch dementsprechend unseren Safe Spot aussuchen. Bei den 6 Kugeln ist der Safe Spot, wenn ihr von der Mitte ausgeht und direkt loslauft, immer zwischen dem ersten und dem zweiten AOE, der runterkommt. Und da müsst ihr jetzt gerade bei der Mechanik halt einfach nur im Norden gucken, wo geht die erste runter und ihr lauft quasi rechts an diese AOE ran. Dann geht die zweite runter, von der werdet ihr noch nicht getroffen. Und wenn die Mitte nachher hochgeht, steht ihr auf jeden Fall safe. Wir bekommen den großen Feuerball. Wir gehen also in den Nordwesten. Wir stellen uns weit genug vom Rand weg. Und jetzt kommt sengender Hauch. Bedeutet, wir baiten AOEs unter uns. Und deshalb stehen wir in der Gruppe gesteckt bei diesem Angriff. Ihr habt auch gesehen, hier der Kreuzbrand, der wurde auf jeden Fall nochmal deutlich breiter. Und sobald die AOEs, die wir gebaitet haben, hier hochgegangen sind, castet er nochmal direkt linke oder rechte Aschenschwinge.
Jetzt geht die Gruppe wieder in die Mitte und es folgt nochmal ein Tankbuster. Und zum Abschluss nochmal experimentelle Feuerfeeder. Da, was ich vorhin nicht gesagt habe, experimentelle Feuerfeeder bei dem großen Feuerball. Der Mittelpunkt der AOE wird immer random bestimmt. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass bei dieser AOE alle in der Mitte stehen. Sollte einer hier oben im Norden stehen oder ein Tank nicht aus dem Norden rauskommen, sondern da oben stehen bleiben und er ist jetzt gerade aufgrund von sehr, sehr viel Pech derjenige, der von dem Spiel random ausgewählt wurde, der Mittelpunkt der AOE zu sein, läuft die Gruppe hier oben in den Norden, denkt, es ist safe und wird dann voll von der AOE erwischt. Das heißt, die komplette Gruppe muss bei experimentelle Feuerfeeder immer in der Mitte hier unten gesteckt bleiben, weil wir vorher nicht wissen, ob es ein großer Feuerball ist oder ob es die sechs kleinen sind. Wir sehen, es ist der große Feuerball, das heißt, wir gehen wieder nach Norden raus. Der Vogel verschwindet jetzt und die AOE geht hoch. Als nächstes haben wir den Dive. Der Vogel, der wird jetzt von einer Seite auf die andere Seite durchchargen und dabei AOEs über das Feld machen. Entweder sind die beiden äußeren Köpfe am Leuchten, das heißt, er wird die beiden äußeren Teile des Spielfeldes mit Flammen bedecken und wir bekommen ein Zweier-Gruppen-Stack. Ähnlich wie bei den dunklen Flammen wird der Stack oder derjenige, der den Stack hat, dadurch bestimmt entweder alle DDs oder Heiler und Tanks. Wir teilen unsere Gruppe also wieder auf, jeder DD mit einem Heiler oder einem Tank. Ihr könnt im Makro gucken, wie wir das Ganze aufgeteilt haben, nur damit ihr das jetzt schon mal wisst. Wenn der mittlere Kopf leuchten sollte, dann wird die Mitte weggemacht und wir müssen uns nach außen verteilen. Da gibt es keinen Gruppenstack, sondern jeder bekommt einen einzelnen. Wir haben das Ganze so gemacht, dass wir die DDs dann zu der einen Seite geschickt haben und Tanks und Heiler zu der anderen Seite. Das kann aber auch jeder machen, wie er möchte. Theoretisch passen sogar bis zu 6 Leute auf jeweils eine Seite, wenn man sich klug hinstellt. Wenn ihr es aber deutlich entspannter haben wollt, teilt es einfach auf und dann entsteht weniger Chaos. Wir haben jetzt also die beiden äußeren Köpfe. Er chargt jetzt durch, macht außen die AOEs. Da waren die Zweier-Stacks, die wir genommen haben. Und jetzt sind wir schon in der Ad-Phase. Für die Ad-Phase teilen wir die Gruppe in zwei Gruppen auf. Und zwar einmal der Main-Tank mit dem H1, M1 und R1 und der Off-Tank mit H2, R2 und M2. Es werden jetzt auf den Nummern jeweils ein Phönix erscheinen. Der Main-Tank nimmt den Phönix auf der 1 und auf der 4. Der Off-Tank auf der 2 und auf der 3. Es bietet sich an, wenn ihr zuerst den Vogel auf der 1 kaputt machen wollt, den Vogel auf der 4 zu provoken und den auf der 1 anzugreifen, weil ihr von beiden halt auch die Agro halten müsst. Nur damit schon mal direkt beide Vögel auf euch zukommen. Unser Main-Tank wird jetzt also genau das tun, wird den Vogel auf der 1 Richtung A ziehen, beziehungsweise beide Vögel, weil er ja von beiden die Agro hat. Wir machen dann den Vogel auf der 1 down und legen ihn bei A ab. Sobald wir einen der beiden Vögel auf A abgelegt haben, gehen wir mit dem anderen Vogel zu D. Dasselbe macht der Off-Tank im Süden bzw. Osten. Es ist euch überlassen, wo ihr anfangt. Wichtig ist, Off-Tank hat den Osten und den Süden und der Main Tank hat den Norden und den Westen. Ja, also greift auch ruhig den Vogel zuerst an, der weniger AP hat. Ich habe zum Beispiel den Vogel auf D zuerst angegriffen und der Tank hat dann auf dem Vogel geswitcht. Das ist auch völlig in Ordnung. Ja, ein Vogel haben wir jetzt direkt auf A abgelegt. Der Main Tank geht jetzt mit dem zweiten Vogel zu D und wir haben jetzt alle Vögel abgelegt. Jetzt sind wir in Phase 2 der Ad-Phase. Die Vögel kommen aus der Asche bzw. stehen wieder auf. Es gibt einen relativ dicken AOE, der da reinkommt und die Vögel werden auch deutlich größer. Bevor die nächste Mechanik anfängt, gebe ich euch schon mal den Tipp, greift einen Vogel, der zu euch gehört, an. Also ich als M1 greife also entweder den Vogel bei A oder den Vogel bei D direkt an, noch bevor die nächste Mechanik beginnt. Der Damage, der hier auf die Vögel draufkommen muss, bevor die einen Wipe
an uns allen verursachen, ist nämlich schon ziemlich enorm, unterschätzt es nicht und nutzt jede Zeit, die ihr Damage machen könnt, aus, um auf jeden Fall die Vögel auch down zu bekommen. Eine Sache noch dazu gesagt, in Phase 1 und Phase 2 der Ad-Phase bekommen wir dauerhaft AOEs. Also gerade für die Heiler achtet darauf, dass ihr eure Gruppe und nicht nur den Main-Tank oben haltet. Jetzt kommen wir zur nächsten Mechanik. Ich habe jetzt als allererstes den Vogel da oben angegriffen, habe also schon mal ein bisschen Damage ausgeteilt und jetzt verbindet sich jeder Vogel mit einem Spieler. Das passiert komplett random. Der Spieler, der mit dem Vogel verbunden ist, wird gleichzeitig noch mit einem anderen Spieler verbunden, sodass jeder Spieler auf dem Feld einen Tether hat. Wir müssen jetzt also gucken, dass wir den Tether, den wir haben, auf möglichst große Distanz ziehen, damit der lila wird, so wie hier vorne der von dem Warrior. Guckt, dass ihr, wenn ihr, so wie ich jetzt, mit dem Vogel auf A verbunden seid, direkt gegenüber geht. Bedeutet, ich gehe von A nach C, habe den Tether auf maximale Länge und kann gleichzeitig noch den Vogel bei C angreifen. Während der Spieler, der mit mir verbunden ist, was in dem Fall hier unten der Astrologe ist, zu dem Vogel bei A geht. So, ihr seht, ich gehe rüber zu C, habe meinen Tether auf Länge gebracht, greift den Vogel an und der Astrologe hier hinten steht mir direkt gegenüber und hat sich neben dem Vogel bei A gestellt. Und genauso passiert es auch, sodass wir links und rechts neben einem Vogel jeweils immer einen Spieler haben. Ich blende euch da jetzt nochmal zwei Bilder ein, einmal vorher und einmal wie ihr euch gerade verbindet und einmal wie es dann nachher aussehen soll, wenn ihr auf euren richtigen Positionen stehen sollt. Ganz, ganz wichtig hierbei. Wir haben jetzt den ersten Charge. Der Vogel von A ist zu mir hier unten zu C gecharged. Das hat mir Schaden gemacht und ich habe Schlagresistenz bekommen. Das heißt, ich bin 3 Sekunden deutlich verwundbarer. Ich muss jetzt einen Schritt zur Seite machen und das auch relativ schnell. Ansonsten, wenn der Vogel von seiner Position aus zum Astrologen charged und ich immer noch in seiner Hitbox bin, bekomme ich nochmal den Charge-Schaden und bin damit tot. So, jetzt charge der Vogel rüber zum Astrologen und das Schlimmste ist erstmal vorbei. Die Vögel in Phase 1 kehren normalerweise immer zu ihren Tanks zurück, weil die Aggro nicht verlieren. Die Aggro bleibt bestehen. Es kann sein, wenn ein Tank, zum Beispiel der Off-Tank, aufgrund des Tethers bei A stand und auf den A-Vogel dementsprechend Schaden gemacht hat, dass dann die Aggro switcht, da muss dann der Tank nochmal gucken, dass er sich die per Spotten zurückholt. Prinzipiell aber kann der Tank zu seiner Position gehen und die Vögel kommen dann automatisch zu ihm. Erster Vogel ist abgelegt, Gruppe 1 geht jetzt also zu D und macht Schaden auf den zweiten Vogel. Und alle 4 Vögel liegen. So, unser Maschinist ist gestorben, weil er nicht genug Heilung bekommen hat. Weil es kommt ja auch dauerhaft AOE mit rein. Und hier haben wir den Melaphoenix. Das ist der große, dicke AOE, der jetzt nochmal einprasselt, bevor wir in Phase 2 landen. Phase 2 startet als allererstes mit einem Tankbuster. Dafür sollten wir alle wieder aus der Hitbox des Bosses raus, damit die Tanks ihren Tether bekommen können. Und als nächstes Flüge werden. Entweder alle DDs oder Tanks und Heiler bekommen nun eins dieser Ads über den Kopf. Das Ad zeigt die Richtung an, in der die nächste AOE von ihm stattfinden wird. Wir werden die Ads nun auf die Zahlen ablegen. Passt auch auf, dass die
nicht zu nah aneinander dran sind, sondern dass ihr die tatsächlich auch auf den Zahlen ablegt. Sind die zu nah aneinander dran, explodieren die und ihr wiped. Diesmal wollt ihr, dass die Ads nach außen zeigen. Deshalb werde ich jetzt zum Beispiel zur 3 gehen. Die Ads sind platziert und die Gruppe geht in die Mitte. Da war der AOE der Ads und die Ads verschwinden. Übrigens wird ab jetzt der Off-Tank auch Schaden bekommen per Auto-Attacks. Der Boss wird wieder in den Norden gezogen, also wieder auf die 1 drauf. Und in dem Fall haben wir eine neue Variante der experimentellen Feuerfieder. Wir haben als allererstes gesehen, wir haben die 6 Kleinkugeln. Heißt, es ist eine Reihum-Attacke. Und am Ende der AOE in der Mitte. Gleichzeitig haben wir jetzt hier noch einen großen schwarzen Feuerball. Der erste Teil der Mechanik funktioniert genauso wie in Phase 1. Allerdings haben wir hier zusätzlich noch den großen schwarzen Feuerball oder die 6 kleinen schwarzen Bälle. Bei dem großen müssen wir in Light Parties stacken. Das heißt, wir müssen die Gruppe von Grund auf in zwei Camps teilen. Dafür nehmen wir die Melees und die Tanks, die in den Norden rausgehen. Und die Heiler und die Rangers im Süden rausgehen. Ab sofort wird jedes Mal der Safe Spot von den Melees und den Tanks bei dieser Mechanik im Norden sein und bei den Heilern und Rangers im Süden. Sollte nicht der große schwarze Feuerball da sein, sondern die 6 kleinen, ist es ein Spread. Wir haben also den großen schwarzen Feuerball. Wir suchen uns da jetzt unsere Safe Zone. Und da kommt der Stack. Als nächstes passiert sehr, sehr viel auf einmal. Wir bekommen zum einen im Norden und im Süden oder im Westen und im Osten ein Feld, was gleichzeitig mit dem Boss verbunden ist. Dieses Feld stärkt den Boss und das wollen wir nicht. Deshalb müssen sich jeweils ein Spieler im Norden und einer im Süden oder im Osten und im Westen, je nachdem, wo die Felder auftauchen, reinstellen. Dann bekommen diese Spieler diesen Stärkebuff. Das wird in dem Falle von den Heilern gemacht. Die Heiler können in dieser Phase, und das sage ich schon mal vorab, insane stark heilen. Gerade der Shield-Heiler kann mit einem AOE-Shield in dieser Phase die Gruppe so krass zuschilden, dass man oben tatsächlich nur noch Schildbalken sieht. Also die komplette Leiste, genauso lang wie die LPs, ist voller Schilde. Nutzt es aus, gerade jetzt, wo ihr es habt. Die Felder, die werden im Uhrzeigersinn weiterlaufen und dementsprechend muss der Heiler sich auch mit den Feldern mitbewegen. Gleichzeitig bekommen die Spieler, die am nächsten am Boss sind, 2 jeweils, ein AOE um sich. Diese AOEs müssen rausgetragen werden. Wir haben das jetzt so gemacht, dass wir die AOEs ungefähr auf Höhe des ersten, ich nenne es mal, Heilerfeld platzieren, sodass das Feld ein wenig überlappt, aber die Heiler trotzdem noch ihren Laufweg weiter verfolgen können. Das Ganze wird 3-mal passieren. Das heißt, als allererstes haben wir das so gemacht, dass sich die beiden Melees dieses AOE-Feld abholen, danach die beiden Tanks und als letztes die beiden Rangers. Und genau in dieser Reihenfolge werden auch die Felder jeweils an den Heilfeldern dran platziert. Die AOE-Felder werden dann hochgehen, in derselben Reihenfolge, wie wir sie auch bekommen haben. Dort, wo die AOE-Felder platziert wurden, wird ein Vogel auftauchen, der mit uns mit einem Tesser verbunden ist. Diesen müssen wir auf Länge bringen, damit wir weniger Schaden bekommen. Für Melees reicht es aus, wenn wir einmal zu der gegenüberliegenden Seite gehen, neben den Vogel, den unser jeweiliger Partner gleichzeitig mit uns gelegt hat und dann auf Max Melee Range weiter angreifen. Das funktioniert und das funktioniert auch gerade deshalb, weil die Heiler in dieser Phase auch so unglaublich krasse Schilde setzen können. Und genauso geht das dann reihum. Also zuerst werden die Melees gecharged, dann die Tanks und dann die Ranges. Welle des Feuers, so ist der Cast. Zu dem Zeitpunkt müssen schon die beiden Melees am besten unterm Boss sein.
mein AOE-Feld ist jetzt hochgegangen und ihr seht hier, da wo das AOE-Feld hochgegangen ist, ist ein Vogel gespawnt. Gleichzeitig waren die beiden Tanks in der Mitte und haben sich ihr AOE-Feld abgeholt und sich an der zweiten Stelle links neben uns platziert. Da, wo das zweite Feld ist. Hier seht ihr auch nochmal, ne, der Heiler ist jetzt noch nicht hier unten in dem Feld drin und der Tesser, der geht zu dem Vogel. Ich hingegen habe hier meinen Vogel und laufe direkt gegenüber da, wo der M2 seinen Vogel abgelegt hat. Ich stelle mich hier rechts neben dem Vogel. Mein Tesser war auf lila. Ein Tank, der gestorben ist, der stand dann wahrscheinlich ein bisschen ungünstig. Jetzt kommt nochmal die Aschenlohe, ein dicker AOE. Jetzt kommt nochmal ein Tankbuster. Jetzt haben wir nochmal kurz ein bisschen Zeit zu verschnaufen. Jetzt kommt Asmodeischer Feuersturm. Erstmal ein dicker AOE und gleichzeitig bekommen wir auf A und im Südosten und Südwesten jeweils ein Feuertornado. Die sind gleich auf jeden Fall schon mal wichtig, die könnt ihr euch schon mal merken. Asmodeisches Feuer, das ist die Pizza-Phase. So, ihr habt gesehen. Als allererstes kam die AOE, dann kam die AOE und dann kam die AOE für den Norden. Wir haben hier wieder die Gruppen in zwei Partys aufgeteilt. Im Norden stehen die Melees und die Heiler. Im Süden stehen die Tanks mit den Ranges. Die Pizzastücke, wie ich sie nenne und wie die Phase auch, ich sag mal, im PF genannt wird, werden jetzt in der Reihenfolge, in der sie aufgetaucht sind, auch hochgehen. Bedeutet, das ist Feld 1, das ist Feld 3. Sobald Feld 1 hochgegangen ist, können wir uns hier hinstellen und sind hier safe. Zusätzlich wird jetzt aber noch eine experimentelle Aschenfeeder gecastet. Das heißt, wir bekommen entweder den Stack oder den Spread. Also große schwarze Feuerkugel Stack oder kleine schwarze Feuerkugeln Spread. Dafür teilen wir die Gruppe nämlich so auf, wie wir es getan haben. Wenn wir nämlich den Spread bekommen, können die Melees vorne am Boss stehen und die Heiler nach hinten gehen für den Spread. So dass keiner getroffen wird, aber jeder weiterhin angreifen kann. Dasselbe gilt für den Süden. Die Tanks können hier unten sich nach links und rechts einen Ticken aufteilen, weiter angreifen und die Rangers gehen einfach nach links und rechts hinten weg. Und niemand stackt mit dem anderen Spread, so dass keiner sterben muss. Wir bekommen jetzt hier den Spread. Wir haben gesehen, das Feld ist hochgegangen. Wir wechseln jetzt hier rüber. Das dritte Feld ist hochgegangen. Und jetzt teilen wir uns hier schon auf. Sobald das dritte Feld hochgeht, müssen wir uns aufteilen. Ihr seht, wir haben noch mal gut, ja, 2,5 Sekunden Zeit, uns zu spreaden. Nachdem das getan ist, kommt nochmal die Pizza-Mechanik, aber ohne Stack oder Spread. Dafür sammelt sich die ganze Gruppe einfach wieder in dem Norden, um schon mal die nächste Mechanik vorzubereiten. So, nachdem die Pizzastücke jetzt nämlich weg sind, passiert wieder ziemlich viel. Zum einen wird von jedem Tornado aus ein kegelförmiger AOE in die Richtung gehen von dem Spieler, der am nächsten dran ist. Gleichzeitig wird ein kegelförmiger AOE zu drei Spielern, die am nächsten am Boss sind, gebaitet. Und beide Tanks müssen den Tank-Tesser nehmen. Und jetzt reden wir über die Elmo-Strat. Die Elmo-Strat besagt, dass nachdem beide Tanks ihren Tesser genommen haben, sich einer hier unten nah am Boss dran stellt, der andere hier unten nah am Boss dran stellt, um schon mal zwei kegelförmige AOEs vom Boss nach unten zu lenken. Gleichzeitig sind die
beiden Tanks als einzige unten im Süden. Das heißt auch nah oder die beiden Spieler, die am nächsten an den beiden unteren Tornados dran sind. Bedeutet, die Tornados greifen auch die beiden Tanks an. Wenn die Tanks ihren Invuln ziehen, überleben die das und baiten damit nicht nur schon mal 4 AOEs, sondern auch noch die Tankbuster. Wir als Gruppe müssen uns also nur noch um ein AOE vom Boss und um einen Tornado kümmern. Den Rest übernehmen die Tanks. Dafür geht der R2 in der Regel. Am besten, wenn jetzt zum Beispiel der Physical Range auf R1 ist, macht es auch Sinn, ansonsten den R1 dahin zu schicken. Physical Range ist halt ein bisschen mobiler, was das angeht. Der geht nach hier oben. Der geht quasi da, wo meine Gegnerliste ist. Stellt sich dahin und lenkt den AOE vom Tornado nach Nordosten raus. Die Gruppe, die stellt sich hier vorne hin, wie ihr es gleich bei mir seht, um den letzten AOE vom Boss wegzulenken. Dabei ist ganz wichtig, wenn wir zwei Melees da stehen haben, sollten die beiden Melees nicht zu nah am Boss stehen, sondern auf Max Melee Range. Stehen wir beide nämlich zu nah dran und die Tanks einen Ticken zu weit weg, lenken wir zwei AOEs in unsere Richtung und das tötet die Gruppe. Deshalb da auf Max Melee mit den restlichen 5 verbleibenden Partymitgliedern stehen. Wir kriegen dann alle einen kegelförmigen AOE ab, aber das können die Heiler hochheilen. So, ihr seht, die beiden Tanks sind unten im Süden. Die stehen sogar auf einer Position. Das geht also auch. Und hier sehen wir es. Wir haben hier zum einen links oben auf meinem Bildschirm den kegelförmigen AOE vom nördlichen Tornado. Wir haben hier unten alles voller Flammen. Na, weil wir haben die beiden Tornados, die auf die Tanks gehen, plus die beiden AOEs, die vom Boss gehen. Und die Tankbuster, die hochgehen. Und wir haben hier einen kegelförmigen AOE, der auf die Gruppe geht. Also es tötet die Gruppe nicht, wie ihr an der Partyliste seht. Es kann also hochgeheilt werden. Als nächstes kommt der Schwarzlohnsturm. Einer der Tornados wird gleich mit einem dunklen Tessa verbunden. Die anderen beiden mit einem ganz normalen roten. Wir sammeln uns dann bei dem Tornado mit dem schwarzen Tessa, weil von dort aus später ein Knockback abgeht. Vorher werden wir aber im Uhrzeigersinn AOEs baiten, so dass wir einmal um den Boss herumlaufen und dann wieder bei dem schwarzen Tornado landen. So, wir sehen hier die beiden roten und hier ist der schwarze. Sengende Hauch ist das AOE-Baiten. Jetzt sehen wir hier schon experimentelle Aschenfieder, das heißt, wir bekommen gleich entweder ein Stack oder ein Spread, da müssen wir auf den Vogel achten. Wir sehen den schwarzen großen Ball, das heißt, am Ende dieser Mechanik bekommen wir ein Stack. Wie gerade schon genannt, der schwarz verbundene Tornado, der gibt einen Knockback. Da wir aber auch den Stack haben, müssen wir uns wieder in zwei Gruppen aufteilen. Dafür gehen Melees und Heiler hier vorne auf dieses rechte goldene Kästchen und lassen sich zu dem rechten Tornado kicken, Tanks und Rangers zu dem linken. Hat folgenden Grund, die roten Tornados, also die rot verbundenen Tornados, werden ein Donut AOE gleich abgeben. Und da ist dann der einzige Safe Spot bei den jeweiligen Tornados. Und da wir uns in zwei Gruppen aufteilen müssen, teilen wir die Gruppe wieder auf. Sollten wir den Spread bekommen, haben wir durch diese Aufteilung wieder die Möglichkeit, dass Melees und Tanks gleichermaßen ihre Uptime am Boss halten können. Da ist der Knockback, da ist der Donut AOE, da kommt der Stack und die Mechanik geschafft. Hier kommt nochmal die Aschenlohe, also Raid weiter AOE. Eid des Abschieds ist die letzte neue Mechanik in diesem Fight. Wir haben jetzt alle einen Debuff bekommen. Entweder 1, 2 oder 4. Es gibt nur diese drei Möglichkeiten. Dieser Debuff zeigt uns an, wie oft wir in der nächsten Mechanik sterben müssen. Flüggewerden, wer vorhin aufgepasst hat,
ist der Skill, mit dem wir die Ads wieder ablegen. Diesmal legen wir die Ads aber so ab, dass die in die Mitte gucken. Wenn ich also die 4 habe und die Ads in die Mitte gucken lasse und 4 Ads in die Mitte ihren kegelförmigen AOE machen, habe ich meine Stacks erfüllt. Schauen wir uns einmal an. Ich nenne euch auch gleich noch die anderen beiden Safe Spots. Als allererstes lassen wir die Ads in die Mitte gucken. Ich stelle mich hier schon mal in die Mitte, weil ich ja weiß, dass ich 4-mal sterben muss. So, wir schauen uns jetzt hier mal unseren Gelehrten an. Dalia, so, hat 2. Das heißt, 2-mal muss sie sterben. Und sie stellt sich hier auf diese Kästchen, wo wir auch unsere dunklen Flammen vorher in Phase 1 abgelegt haben. Genau da, bei diesen 4 Kästchen, egal bei welchen, kann man stehen, wenn man die 2 hier hat. Weil man dann nämlich von den beiden gegenüberliegenden, in dem Fall mit unserem Gelehrten, von 1 und von 2, die Ads jeweils 2-mal getroffen wird. Also insgesamt 2-mal getroffen wird. So. Wenn man die 1 hat, braucht man sich nur, egal hinter welches, hinter irgendeinem Ad stellen, weil man dann von dem gegenüberliegenden Ad getroffen wird. Ähnlich wie hier vorne unser Ast. Sobald das funktioniert hat, bekommen wir hier diesen Debuff. Der verringert die erhaltene Heilung, die wir bekommen. Da, als kleiner Tipp, gerade wenn ihr einen Astrologen mit habt, Makrokosmos ist insane bei dieser Mechanik. Also der fühlt sich quasi bei dem Hochheilen fast schon wie Cheaten an. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, wenn man denn einen Astrologen mit hat. Guck mal, Lohnen des Lebens kommt jetzt nochmal rein. Und jetzt werden wir komplett hochgeheilt und ihr seht, die Debuffs verschwinden. Jetzt kommen wir mal die experimentelle Pracht wieder. Also Norden und Süden raus und ein Spread. Ähnlich wie vorhin schon erklärt. Also keine neuen Mechaniken mehr ab jetzt. Jetzt kommt nochmal der Dive. Der mittlere Kopf leuchtet, heißt, wir verteilen uns nach außen und bekommen jeweils ein AOE um uns rum. Nicht in Gruppen stacken. Da hat es unser Ninja erwischt, standen sie zu nah dran. Kreuzbrand, genauso wie in Phase 1 zu spielen. Gehen jetzt wieder in den Nordwesten raus, weil wir den großen Feuerball hatten, baiten die AOEs und weichen dann der rechten Ascheschwinge aus. Jetzt bekommen wir noch 2-mal die Aschenlohe als Raid AOE und dann kommt der Enrage. Und dann ist der Fight auch schon vorbei. Ewige Asche ist der Enrage. Ja, ihr Lieben, das war's zu meinem Guide zu P3S. Also, wenn man die Mechaniken sauber spielt, dann kriegt man auch das ganz gut hin. Der Anspruch ist natürlich deutlich höher als bei P1 und P2S. Das auf jeden Fall. Und birgt auf jeden Fall auch sehr hohes Wipe-Potenzial. Wie ich des Öfteren schon am eigenen Leib spüren durfte. Ich hoffe nichtsdestotrotz, auch wenn es doch ein wenig lang geworden ist, um es auch ausführlich und vernünftig euch erklären zu können, dass euch der Guide weitergeholfen hat und gefallen hat. Wenn dem so ist, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr dem Ganzen Daumen nach oben gebt und auch in die Kommentare reinschreibt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus.